Schon okay. So, damit ist Testhaus-Phase abgeschlossen übrigens. Testhaus-Fäschen. Phase 1. Das ist die Verniedlichung von Phase. Fäschen. Eigentlich Quatsch, aber egal. Ich find's voll klug eigentlich, die Aussage. So. Danke. Wir müssen eigentlich mal irgendwas anzünden. Hey, es ist hier total finster. Finster wie ein Bärenarsch. Ein Spanner, ständig willst du was anzünden. Ja, oder vergleichst alles mit einem Bärenarsch. Was auch schon schockierend ist. Ja, weiß ja, wie das läuft. Haben wir noch Glas irgendwo? Ich glaube hier beim Rathaus irgendwo, ne? Kann sein, weiß ich nicht. Muss cool. Gehen wir mal hin. Ja, die Aussichtsplattform muss auch definitiv noch ein bisschen angeglichen werden. Von dem Rathaus reden wir gar nicht. Das Rathaus finde ich voll gut. Aber wobei, die Inneneinrichtung ist schon geil bei dem Rathaus. Ja, innen gefällt es mir auch echt gut. Also am meisten feiere ich aber noch die Fahrstühle, wie ich ja letztes Mal schon sagte. Ja. Geh nicht rein, Juri, ne? Ja. So wie letztes Mal. Ja, das ist so eine Sucht, weißt du? Wenn da ein Fahrstuhl ist, muss ich da reingehen. Ja. Bin fahrstuhlsüchtig. Quasi. So. Ja, ja. Ja, machen wir mal so. So, hier mal ein bisschen was mit Haken. So ein paar Menschen und so. Ne? Rein in den Häcksler. Die Häcksler ist eine ganz schöne Sauerei, da Menschen reinzustecken. Das ist, vor allem die Fleck kriegst du so schnell nicht mehr raus. Weiß man spätestens seit Tucker and Dave vs. Evil. Nee, das habe ich auch schon so ausprobiert. Ich meine natürlich, das würde ich nie machen. Ja. Ich hab's vor dem Film aus. Ah! Alter, ich springe die ganze Zeit runter von dieser Scheißmauer. Das ist ja zum Kotzen. Das ist so, das ist dieser alte Kapitän. Vielleicht sich ständig selber umzubringen. Dich hört keiner, wenn du so rumnuschelst. Ist egal. Was liegt am Strand und kann ganz schlecht sprechen? Balas? Eine Nuschel. Oh Gott, ich glaube, ich muss sterben. Ich hoffe es doch. Das war der Plan. Schlechte Witze, Ahoi. Ahoi, Herr Kapitän. So. Sprich die MS Niveau. Wir sinken. Boah, der ist Woche alt. Ja, ist doch egal. Ist trotzdem jedes Mal wieder gut. Und ab und zu ist er doch so true. So. Wollen wir auch so ganz kleine Mini-Hütten hier mit hinbauen irgendwie? Was für kleine Mini-Hütten? Oder alles lieber ein bisschen gleich groß, wobei ich finde unterschiedlich große Häuser eigentlich ziemlich geil. Damit du im Größten wohnen kannst, ne? Mhm, wie immer. Altes Ego-Schwein. Nee, ich überleg nur gerade, wie ich das jetzt hier alles so mache. Weil ich will jetzt schon mal das zweite Haus mit hinbauen. Na komm, so. Muss mal schauen, warte mal. Ja klar, ich warte jetzt, ich stell mich jetzt hin und warte. Na klar. Ist mir ein bisschen dabei beim Abtreiben jetzt dazu schon so. Sollte soweit aber einigermaßen passen, denke ich, so von der Wand her. Warum ist... Ich hab das Gefühl, die Musik ist zu laut, ehrlich gesagt. Du machst sie leiser. Voll der gute Trick, ne? Geht das jetzt so hier spontan? Weiß ich nicht. Also zum einen ist das Lied eh doof. Ich hab halt Angst, dass ich dich damit leiser mache, wenn ich das jetzt hier so versuche. Nein, nicht mich leiser machen, das wäre voll gemein. Du kannst ja auch dein Headset ein bisschen leiser drehen oder so. Ja, aber wenn das in der Aufnahme nachher zu laut ist, auch doof. Ja, okay. Das ist wieder ein Problem. Ach, da ist die Musik wieder. Ich würde einfach sagen, ich unterbreche nochmal ganz kurz und kümmere mich nochmal ganz schnell um die Musik. Moment. Ihr kennt das ja. Bis gleich. Ja, bis gleich. Und da sind wir wieder. Juhu.
Und das, und das ohne das Ballast, das weiß. Ich weiß nicht, dass ich mich schon wieder aufnehme. Also ich muss dir mal was ganz Lustiges erzählen. Also fällt mir nichts ein. Scheiße. Einmal im Ferienlager. Einmal im Ferienlager, da ist was passiert, aber ich weiß nicht mehr was. Guck mal, ich würde jetzt hier einfach mal so ein kleineres Haus hinbauen. You know? Okay. Ja. So, die hören. Wie viele waren das mal? Drei aufeinander, drei. Ne? Na, jetzt. Ich hab keine Kabels mehr. Warum hast du keine Kabels mehr? Hier, komm her. Ist egal, ich kann mir nachher noch welche holen. Okay. So, wenn wir den Eingang da rein machen, dann sollten wir. Tüdelü. Einmal hier rumgraben. Wir brauchen mal wieder irgendein absolut total episches Thema, was keine Sau interessiert. Boah, nee. Aber da muss. Hier unten muss noch Kabel rein. Liegt das jetzt nicht ein bisschen sehr hoch oder willst du es auch wieder so machen, dann von der Treppe her wie drüben? Das geht so nicht. Dann ist es zu nah am Weg. Achso, stimmt, das ist dann zu nah am Weg. Ach, ich bin so ein bisschen. Ich glaube, hier unten machen wir doch einfach ganz normale Blöcke hin. Vom Weg. Weißt du, keine Half-Slabs, sondern ganz normale Wege. Wir können auch, Moment. Da jetzt einfach welche reinholen. Ja, ich glaube, das sieht ziemlich blöd aus. Schauen wir mal. Hast du? So. Ja, ich muss nur gerade mein Inventar ein bisschen. Ja, das sieht ziemlich blöd aus. Ich finde das total episch. Nein, wir machen mal normale. So, warte. Nein. Lass das. Pass auf, Junge. Zeig dir mal voll den coolen Zaubertrick. Ja, aber ich versetze den Weg einfach. Ich finde das trotzdem irgendwie doof. Achso, dann willst du die jetzt daraus machen. Achso. Ah, ich blicke. Du verstehen. Ja, letztendlich schon. Nur muss man hier auch mal gucken, ob man das denn hier grün lässt davor, aber warum eigentlich nicht? Huch. Ja. Dann genau. Setze ich hier natürlich das falsche Zeug hin. Das war genauso geplant. So wie es die Großen machen. Genau. Halt. Da, Stufen. Jupp. So. Ich müsste mir mal Leitern bauen oder so, damit ich immer wieder aufs Dach komme. Ich kann die Treppen anbieten. Ja, die habe ich auch. Zäune? Nee, danke. Nein? Okay. Wie war Leiter denn noch gleich? So, glaube ich, oder? Ja, genau. Wie war Leiter denn noch gleich? Tolles Deutsch. Wenn ich wüsste, wie Leiter bauen, Digga. Ich würde Leiter bauen und nicht hier mit dir bauen. Alter. Weißt du, Alter, Digga? Ich weiß, wo dein Haus wohnt, Mann. Echt? Geil, wo denn? Ich hab's nämlich vergessen. Da drüben. Ah, geil. Danke, Mann. Straße 1B. So, jetzt muss ich aber helles Holz farmen gehen. Oh, wir Seppels hätten uns mal welches anpflanzen sollen. Ja. Hast du doch? Yay. Ich hab das vorbereitet. Wir könnten irgendwann mal trotz alledem helle Bäume anpflanzen, also Birken, meine ich damit, mit hellen Bäumen. Helle Bäumsche. Und dann die mal irgendwie auch nochmal zum Wachsen bringen, mit Knochenmehl oder halt eben so wachsen lassen, wie auch immer. Ja, war das du bist ein Held. So. Zick. Ich muss sagen, die neue Musik ist ziemlich geil. Übrigens. Ich weiß nicht, was gerade läuft, aber stimmt, ja. Ich glaube, das könnte hier auch wieder von The Night of the Rabbit sein. Würde ich mal vermuten. Und ich finde die ziemlich cool. So, ich mache hier gerade mal ein bisschen Platz für neue Bäume. Ja. Ich mache hier mal ein Dach drauf. Weil ich das ja so gerne mag.
Jo, wie unser alter Dachdecker, das wissen wir ja. Meine Lieblingsbeschäftigung in Minecraft. Nach Kinder erschrecken und in die Lollis klauen. Genau. Gleich danach. Ja gut, also das geht nicht in Minecraft, aber das geht in echt. Und da ist das natürlich schon eins von Jovis. Von Jovis große Hobbys. Jovis große Hobbys. Mach ich mal ein Let's Play von. Let's Play Lollis klauen. Oh, das wird evil. Ich glaube, das wird cool. Gehst du hin zum Kinderwagen, wo die Mutter mit davor sitzt und, sagst du ihr ins Gesicht, guck mal, da eine Ablenkung. Und wenn sie wegschaut, kommt sie den Lolli. Da ein Affe mit drei Augen. Nee, eine Ablenkung. Nee, ich finde Affe mit drei Augen einfach schöner, so Monkey Island mäßig. Nein. Ja gut, okay, aber nein. Die einzige Ablenkung, die funktionieren kann, ist guck mal da eine Ablenkung. Das ist das Einzige, was wirklich funktionieren kann, alles andere ist unlogisch. Verstehe. Weiß man doch. Nö. Hast ja gar keinen allgemein klug. Ding. Dingens. Des Todes. Des Todes, das Licht. Das Licht, okay. Von mir aus auch das. Weil man weiß ja, legendäre Waffen müssen immer irgendwas mit des Lichts dabei haben. Oder auch wahlweise des Todes. Nein, des Lichts. Nein, des Todes. Des Todes geht nicht. Des Todes ist doof. Immer zweimal mehr wie du. Boah, das fällt mir dazu ein. Kennst du noch solche beschissenen Sprüche, die man so in deiner Kindheit immer noch gesagt hat? Sag mal Klettergerüst. Was? Klettergerüst? Was ist das denn für ein Spruch? Du hast eine nackte Frau geküsst. Ja, du Dovian. Du Blödmann. Du Blödmann. War aber auch schlimm, mit was man sich damals so gedisst hat. Ja. Was ist es heutzutage? Ne? Da, in dem gleichen Alter wohlgemerkt, so mit 4, 5. Alter, ich fick deine Mutter. Ich bin deine Mutter, du Hurensohn. Moment. Fällt Ihnen irgendwas auf? Nein, Mann. Alter, McDonald's hat angerufen. Deine Mutter steckt in der Rutsche fest. Das ist aber gut. Das ist wirklich gut. Was ich auch so, deswegen, das ist so, glaube ich, so der einzige oder einer der wenigen, sagen wir es mal so, Muttersprüche, die ich mir gemerkt habe. Weil normalerweise finde ich die alle total bekloppt. Und dann merke ich mir die auch gar nicht erst. Huch. Oder wie war das? Einfach gut. Bei McDonald's gibt es Rattenblut. Ja, hier werden Kinder zerhackt und in Tüten verpackt. McDonald's ist einfach gut. Was? wo kommt das denn her? Das sind auch Klassiker, Alter. Ja, den kenne ich nicht. Huch. Ja, du bist wahrscheinlich jetzt so Generation schon so international, ne? So, I'm loving it. Nein. Bei mir gab es damals auch noch die Junior-Tüte. Der Junior-Sack. Nein, bei mir war es noch der Reichsjugendbeutel. Nicht, so alt bin ich auch wieder nicht, aber. Reichsjugendbeutel, wie geil. Den finde ich schön. Freut mich, dir eine Freude zu machen. Alter, warum rutsche ich denn immer hier runter? Ich glaube, es ist so warm, ich verflüssige mich schon ein bisschen. Schwitzigen Arsch. Oder auch das. Ich auch. Viel Spaß beim Vorstellen. Ja. Das ist totale Schweigen. Stille. Das Schweigen der Lämmer. Jubi. Ich möchte hierbei sagen, das musst du dir anschauen, das ist ein Naturwunder. Ich habe an diesem Baum noch nicht rumgehackt und ich habe darunter auch nichts abgebaut. Wo bist du denn? Hier. Palas? Ach da. Ja. Follow me. Ich habe an diesem Baum weder was abgehackt noch unten drunter was abgebaut. Ich glaube, das hast du doch. Nein. Nee, stimmt, aber da sind wir vorhin, glaube ich, schon mal irgendwie dran vorbeigelaufen. Das ist voll gruselig. Ich glaube, wir waren außerhalb unterwegs. Das kann sein. Vielleicht sind hier auch Kornkreise, wenn wir Korn finden. Ja, wir haben Korn bei uns auf dem Bauernhof. Vielleicht sind da jetzt Kreise drin. Das wäre was. Ja. Aber ich glaube nicht. Es gibt keine Außerirdischen.
Ich weiß es nicht, aber jetzt haben wir hier schon mal zwei Häuser stehen.